Das Zentrum 9 hat Jugendliche zum Thema Corona befragt. In diesem Beitrag könnt ihr sehen, wie es Jugendlichen in dieser Corona-Zeit geht. Seht mal selber. Mein Name ist Ahmed. Mark. Sabrina. Mein Name ist Javier Vidal. Ich bin die Sila. Ich heiße Naif. Hallo, ich bin No. Ja, relativ okay. Sehr gut. Gut. Geht. Gut. Normal und gut. Ich vermisse leider meinen Vater und meine Freunde. Meine Freunde. Freizeit. Also eher gesagt so ohne Maske ins Geschäft zu gehen und ja, und mehr Freiheit zu haben. Die Maske am meisten und dass man nicht mehr fortgehen darf überall. Corona! Nix besonders. Na gut, die Maske irgendwie. Man muss irgendwie immer Maske anhaben und das ist irgendwie mühsam. Man muss sie immer dabei haben und man ist auch irgendwie etwas eingeschränkt. Also man hat wenig Kontakt zu anderen Leuten. Das nervt. Ja. 5. Lockdown. Ja, Corona-Test. Und ja, es wird immer, wir müssen noch immer noch Maske tragen. Lockdown wartet bis, keine Ahnung, gefühlt Ende Sommer und ich habe Bock drauf. Und ja. Nur Gutes. Also ich hoffe, dass nur Gutes passiert. Ich hoffe, dass wieder alles gut wird. Dass diese scheiß Corona wieder vorbei wird. Dass wir alle feiern können, unser Fest und so, ja. Dass Corona bald, also dass die Corona-Pandemie bald beendet ist. Dass diese Corona vorbei ist. Oh. Dass Corona weggeht und wir die Masken wegschmeißen können. Herr Gutto, liebe Mitmenschen, Corona ist nur eine Erfindung. Eine Frage, wird es geschnitten? Ja, klar.